das ist der allergrößte Schrott. Beurteilen, wie sehr die wohl funktionieren, beziehungsweise eben nicht, oder wie ob die Sinn machen. Die effektiv sind. Ja, na klar. Oh, ohne Unterlage nach so. Oh. Das ist der allergrößte Schrott. Du siehst überall, die kommen alle mit irgendeinem 0815 Kleber, weißt du, Geier kleben sich den Scheiß drauf. Uhu, Patafix, fixiert fix. Ja, dann, das hebt vielleicht jetzt am Abend, aber hat sich schon mal jemand gefragt, wie man das waschen will? Hä? Kaffee gehen. Das ist übelst cute, oder? Der Chip, der sieht super aus. Eigentlich schon, ja. Der passt perfekt. Jetzt. Ich würde jetzt sagen, vom Winde verweht, Madame, und du bist nackt. Das ist ja. so ein Windhauch hier rein. Stell dir mal vor, da geht ein leichter Wind. Da muss nicht mal in den Wind gehen. Oh nö. Oh, du weißt, wenn sie einfach mit der Schere ohne anzuzeichnen durchratzen, dass es nicht gut kommt. Wird links und rechts ganz bestimmt gleich. Na genau. Hä? Das ist irgendwie so rumgewickelt irgendwie so. Ich trau mich wetten, eine Bewegung und das Ganze platzt ihr vorne weg. Ja, einmal zu tief einatmen. Ja. Oh. Nein, schneid doch nicht in die Hose, wenn du sie noch anhast. Gefällt mir. Aber das ist... Aber. Also. Schneidet nicht Sachen ein, während ihr sie trägt. Okay? Man ist schnell ausgerutscht, man ist schnell sich am Verschätzen, wie tief ein Stoff ist. Eine Unterlage. Hat er jetzt gerade so den Schritt aus? Was? Na. Ja. Ist das eine Karotte? Im Kindergarten hatte ich das auch. Eine Karotte? Also, wo willst du denn damit hingehen? Wenn man Eiscreme-Verkäufer ist. Oder Betreuerin im Kindergarten. Oh, eine Nähmaschine. Schau mal, was sie näht. Schau mal, wie gerade die näht. Super. Also Reißverschluss nähen ist jetzt echt nicht so schwierig, wenn es so ein Reißverschluss ist. Klebt sie das drauf, oder was? Yep. Dann näht sie es noch von links. Jetzt zeig sie mir bitte einen Klebstoff, den du so auftragst, zack, und es biegt. Sag mir lieber, wer ohne Klebstoff so hässlich und schief näht. What the beep? Macht sie sich so ein Duftteilchen da draus, ein Scrunchie? Ah, nee. Oh, nee. Also, wir schleifen nicht Metall über Metall über Metall. Ich fahre doch auch nicht an dem Messer und schleife an der Metallkante am Geländer. Bin doch nicht bescheuert.
er hätte auch irgendwie sonst irgendwas weich. Ich hätte auch einen normalen Schwamm nehmen können. Ja, ein Küchenschwamm. Das sind die perfekten Sachen. Ein Küchenschwamm. Steck einen Küchenschwamm in die Socke. Oder die zweite stinkige Socke. Aber der Igel sieht süß aus. Plötzlich ist so ein Blumengedöns. Das wollte ich immer schon mal haben. Sieht süß aus. Also. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so einen fetten Bommel auf meinem Loch haben will. Also Blup. Mal schauen, was TikTok für uns los hat. Yeah, TikTok. Oho. Das funktioniert. Die hat richtig genäht, die hat sich richtig was dabei gedacht. Ha. Ist sogar das eine und dieselbe jedes Mal? Das ist ja unglaublich. Da kann man echt nicht meckern. Ich habe fast schon einen Schock, dass es, ja, gell? Dass es heute noch gut wird. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und lasst doch ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt.